something for certain. Scranton's been missing near 20 years. His crew threw him over the larboard side. The mutiny is straight out of the Old Testament. Or so it was told. Be careful why you do this, Christopher. To kill an evil man is a good thing, but wrath is a mortal stain upon the soul. If you're determined that Satan take yours, he's making dance. Wir sind jetzt hier in Port Royal. Yes. Port Royal ist angelegt als ziemlich düster, wird es wenig, die Piratenhafenstadt. Und wir müssen eben einen Informanten finden, der mehr weiß über diese Rückkehr von dem Captain DeVille und seiner Crew. Das Spiel ist kein Open-World-Spiel. Die Level sind aber riesig groß und frei erkundbar. Das heißt, der Spieler kann Port Royal sich komplett angucken, wird überall auf Gegner finden, die er bekämpfen kann. Was wir eingebaut haben, um ihn so ein bisschen an die Hand zu nehmen, sind diese gescripteten Elemente, wo wir sagen, immer dann, wenn was passiert, dann bist du nicht ganz auf der falschen Fährte. Und es wird nachher auch eine Art GPS-System geben. Also Christopher Raven hat einen Geisterraben, den nur er sieht, der so ein bisschen immer in die Richtung deutet, wo es dann weitergeht. Weil wir gesagt haben, wir wollen schon, dass der Spieler die Städte frei erkunden kann und die Level, aber wir wollen ihm auch nicht irgendwie der Frustration aussetzen, 3 Stunden verzweifelt irgendwas zu suchen. Ein Haus oder eine Person. Was jetzt kommt, ist ein Kampf gegen 3 Spanier, den wir eingebaut haben für die Präsentationsversion extra. Das ist noch das alte Kampfsystem. Das neue Kampfsystem ist gerade in der Finalisierung. Das heißt, sie machen Motion Capturing und Freeflow-Kampfsystem. Wir haben das jetzt hier reingesetzt, um einfach zu zeigen, wie Christopher Raven kämpft. Also er kämpft so, wie er quasi sein Leben lebt. Sehr geradeaus, ziemlich brutal. Ohne große Schnörkel. Mit allem, was er zur Verfügung hat. Also er kann auch mit seinem Haken später kämpfen. Er hat verschiedene Kill-Moves, er hat diese Stun-Bewegung. Es wird dieses Lock-on-Target-System geben. Haben wir jemanden, hier sieht man ganz gut, dass ich vorhin meine. Port Royal ist so groß, man kann nachher sogar zu diesem Leuchtturm da hinten hinlaufen, zum Beispiel in so ein kleines Slum-Gebiet dort und so. Deswegen ist halt das, müssen wir den Spieler schon auch immer ein bisschen an die Hand nehmen. Ich erinnere mich da an die 90er und Spiele, in denen ich Stunden irgendwas gesehen habe. Das berühmte rote Fass gibt es auch bei uns. Also es gibt nicht nur rote Fässer, sondern wie ihr seht, diesen Wagen zum Beispiel wird später auch eben mit Heu beladen, den er dann nehmen kann und in seine Gegner reinschieben kann, um zu verwirren oder in Panik zu nehmen. Hier angelangt. Ja, es ist eine Taverne, wie es aussieht. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, also die zwei auf dem Balkon oder dieser Typ, dem es da nicht so gut ging. Das sind finnische Entwickler und die haben zwar schon eine recht raue und brutale Welt da aufgezogen, aber es gibt da immer wieder so kleinere Momente, die haben einen ziemlich schwarzen und dunklen Humor. Aber es passiert schon immer mal wieder was, wo ein so ein bisschen zum Schmunzeln ist. Finden wir jetzt einen Informanten, der ist, wir sehen leider schon in Gesprächen verliefen, wenn wir ihn jetzt verstören. Well, that'll cost you. Good hindquarters she had.
So, now that the form plate is spoiled, who the fuck are you? You know people. Nobody comes through Port Royal without Pete the Lark's knowing. They don't call me that because I'm quaking the sheets. So, two things. First, my company costs. So pay a damn to come up and slack everyone else before I get to thing number two, which is wasting all of my time, and I'll cut your tiny nuts off and shove them down your throat. So jetzt sehen wir in diesen Dialogszenen, es ist so, dass der Spieler Entscheidungen treffen kann. Die variieren aber nie hin irgendwie zu einer guten Entscheidung. Also Christopher wird nie ein Held. Da ist er immer die Möglichkeit, Badass oder Badass. Stop! Oh God, please! Stop! Solche Handlungen zum Beispiel haben einfach einen direkten Einfluss nachher auf das Kampfsystem. Das heißt, je brutaler und wichtiger Christopher wird, desto mehr Feinde jagen ihn, aber desto vorsichtiger sind sie zum Beispiel, wenn sie ihn geben oder hauen schneller ab. Sowas in der Richtung. Captain Neville Scranton died, true. But dead or no, he's back. That or he's got himself an imposter. All I know swears on my honor as a brother of the coast. Your honor's worth less to me than your scurvy runs. Where can I find his crew? Devil's tides. Ah, fool. Utter fool. You know I can't tell you that. They'll kill me dead in my sleep. I'll do it now. Yes. Yes, you will. Please, man, reconsider. I have a daughter. Give me a name. Word is this. Neville's got new boys now. Wir sehen so dieses Story, die uns erzählt, wie Christopher quasi Stück für Stück sich seinem Ziel näher. Er reist dann acht verschiedene Schauplätze, also Port Royal, zwei. Ich werde euch gleich noch ein bisschen was von Havanna zeigen. Er kommt am Schluss nach London. Er hat eine Leprakolonie. The pink shell tonight. That's the pink shell, not the pink flamingo. You don't know what goes on in there. Can I go now? Wenn ich jetzt dann Tür wähle, dann gehe ich einfach und lasse ihn quasi da hängen, im wahrsten Sinne. Das ist dann so, solche Entscheidungen, wenn ich ihn jetzt nicht töte, dann kommt er nachher im Spiel zurück und versucht mich zu töten. Gleich in Töne kommt jemand anders, der ihn rächen will. Also so, es gibt eben diese Veränderung der Storyline. Christopher ist ein, wir versuchen den Charakter ein bisschen realistischer darzustellen. Das heißt, der ist nicht Batman, der kann nicht 40 Gegner gleichzeitig bekämpfen. Auch wenn er es wahrscheinlich gerne tun würde. Aber er ist durchaus halt also in der Lage, sich dann, wenn die Notwendigkeit besteht, der Situation anzupassen. Hier ist es so, dass er jetzt relativ spät im Spiel, er ist schon. Seine Feinde suchen ihn schon sehr intensiv und er muss jetzt, bevor er quasi in die Stadt rein kann, erstmal 5 so Verhandlungsfotos von sich abhängen am Ende. Ich zeige jetzt hier nochmal kurz die quasi die Keimauer ein bisschen. Wir können dann eben auch hier so Entdeckungsreihen oder sich von hinten an seine Gegner anschleichen. Und das sind halt die Momente, wo wir den Haken, den er klischee-mäßigerweise hat, sehr effektvoll einsetzen. Also er greift die dann mit dem Haken, schneidet in die Kehle durch von hinten und so. Detailliert und wir sind in der Säge nachher dann ausgestattet, also wirklich schön.